Hallo zusammen, hier ist der Lionel. Ich bin heute unterwegs in Basel in Kooperation mit der Basel Landschaftlichen Kantonalbank. Das heisst, das ganze Video geht ein bisschen ums Thema Geld und Immobilien. Viel Spass! Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit nimmst für das. Wie heisst du, von wo bist du und was ist deine Lieblingsfarbe? Ich bin der Agron, komme von Basel und meine Lieblingsfarbe ist blau. Nehmen wir an, du würdest 500.000 Schweizer Franken gewinnen. Was würdest du damit machen? 500.000 Schweizer Franken? Vielleicht irgendwie ein Haus kaufen damit? Okay. Neue Rheinfelde oder so? Ja, neue Rheinfelde? Ja. Gehst du aus steuerlichen Gründen dahin? Zum einen, ja. Und du, auch allgemein, die Kosten im Vergleich zu Basel sind viel, viel günstiger. Ja. Was würdet ihr mit dem Geld machen? Ein bisschen aufteilen auf die Familie. Mit dem Rest auch shoppen. Go reisen. Erstmal meine Schulden zahlen. Okay. Meiner Familie etwas geben. Ich würde Krypto kaufen. Welche Krypto? Ich würde die Altcoins kaufen und die grossen Bitcoin und Ethereum. Ja, dann würde ich ein Geschäft aufmachen, irgendetwas. Und würde irgendwelche Leute für mich arbeiten lassen. Ich würde einen Anteil davon für Kleider ausgeben. Alle Brockis von Basel besuchen. Und sonst einfach auf die Seite legen für Uni oder später. Sehr ausführlich und geräumig in die Ferien gehen. Reden wir über eure Zukunft. In 10 Jahren sind ihr 10 Jahre älter. Was wollt ihr in dieser Zeit finanziell erreichen? Wollt ihr vielleicht ein Haus kaufen oder mal ein bisschen in etwas anderes investieren? Oder wie sieht das aus? Ich glaube nicht ein Haus kaufen, wenn dann eine Wohnung. Ja, ich glaube auch eher mal eine Wohnung. Was ich auf jeden Fall vorhabe, nachdem ich meinen Umzug gemacht habe, mal in Aktien investieren. Ja. Vielleicht mich auch ein bisschen in Bitcoins auseinandersetzen. Ja. Und ja, okay. Sonst eben auch, wenn es mal so weit ist in 10 Jahren, dass ja wirklich mal dementsprechend irgendwann mal ein Hausbesitzer wird. Ja, so schön wäre natürlich, im Berufsleben zu stehen, mit Familie, wäre auch schön in 10 Jahren. Da ist man dann auch schon... Ist man schon... ja, vielleicht auch schon Kinder. Ja, dann ist man schon im Alter, wo man eigentlich schon finanziell gerne abgesichert sein möchte, ja. In 10 Jahren, ich glaube, bin ich noch in der WG, bin noch nicht so alt, noch am Studieren, also gerade vielleicht so fertig am Studieren oder Anfang. Job, jo. Ich würde gerne ein Segelboot besitzen. Vielleicht eine Wohnung, ja. Jetzt, wir sind ja hier im Kanton Basel-Stadt. Ihr habt gesagt, ihr seid von hier. Was denkt ihr, kostet so ein Einfamilienhaus in diesem Kanton, plus minus? Mit wie viel Geld würdet ihr rechnen? Sehr teuer. Ja gut, also eben der Boden selber und das Grundstück mit dem Haus selber, alles zusammen. 1 Million, 1,5. Keine Ahnung. Schon so 1 Million. Ja. 500.000. 500 bis 1,2 Millionen. Ja. Also 1,5 Millionen. 1,5 Millionen. Ja. Schätze mal, was denkst du, was kostet so etwas das teuerste und das billigste Haus in der Schweiz? Jetzt einfach mal vorher nachgeschaut auf Homegate. Okay. Vielleicht 20.000, so eine Holzhütte oder so. Das stimmt, also das billigste ist bei 20.000. Okay, also. Und das teuerste? 15 Millionen. Ja, im Moment ausgeschrieben, Villa am Genfersee, 80 Millionen. 58.000, nein. Und das teuerste im Moment inseriert? 4-5 Millionen. Ich könnte wirklich sagen, so 20-30.000 vielleicht nehmen wir dort. Das teuerste? 20-25 vielleicht. Was ist das teuerste? Ja, sicher irgendwo in Genf, ja. Vielleicht schon 1 Milliarde. Unendlich, ich würde sagen so 5 Millionen. Ja. Und was denkst du, wie hoch war das billigste? Ja, 2'000 Franken. 20'000 sind es. Okay, jetzt nehmen wir an, du hast ein Haus mit 2 Stöcken und jeder Stock hat 75 Quadratmeter Fläche. Wie viel Wohnfläche hast du insgesamt? 144. Es ist ja 70-70, 140, also 150, oder? Ja, das ist absolut richtig, absolut korrekt. Sensationell. 75 Quadratmeter. Also mal 2. Oh ja, 150. Weißt du, was eine Hypothek ist? Ich weiss, dass man so etwas macht, wenn man ein bisschen mehr Geld braucht, um zum Beispiel ein Haus zu kaufen oder so, und es wird irgendwann dann mal so zurückgezahlt an der Bank. Eine Hypothek ist eigentlich so wie Geldanleihe, einfach jetzt in Form für Immobilien und das kannst du bei der Bank kriegen. Eine Hypothek, das ist Geld, das man bei der Bank aufnimmt, um eine Liegenschaft zu finanzieren. Jetzt, wie viel Prozent vom Kaufpreis musst du selber stemmen? Wie viel kannst du mit der Hypothek begleichen? 20% ist Eigenkapital, das du musst investieren. Genau. Und dann kannst du ja 2 Hypotheken nehmen. Die erste Hypothek ist, glaube ich, so Faustregel um die 40%, damit dann beides mit dem Eigenwert, also Eigenmittel, noch zu 60 wird. Und zweite dann um die 40. So. Also du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Mit 20% fängt es an. Die meisten Banken wollen wahrscheinlich, dass du ein bisschen mehr machst, um einfach auch eine gewisse Sicherheit zu haben. Aber wenn du jetzt mega liquid bist, dann kommst du mit 20% auch sehr gut durch.
mit der Hypothek gibt ja die Bank eigentlich einfach Geld. Was hat denn die Bank für einen Anreiz dazu? Warum macht sie das? Die Zinsen. Der Zins selber. Der Zins. Der Zins selber. Und falls eben dann die Person das nicht zahlen kann, bekommen sie es aus. Genau. Wir befinden uns ja momentan im Niedrigzinsumfeld. Was genau ist das überhaupt für die vielleicht jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer? Ein Abschwung. Niedriger Zinsumfeld bedeutet, dass jetzt gerade im Durchschnitt, der eigentlich so eben über die Jahre in der Schweiz war, ziemlich tief ist gerade im Moment. Also sprich, es ist gerade im Moment sehr günstig, einen Hypothekkredit zu nehmen. Und ja, und jetzt, soweit ich weiß, ist es glaube ich auf 0,8-0,5%. Es ist im Moment sehr günstig, genau. Im Moment bewegen wir uns ja im Niedrigzinsumfeld. Ja, oder Null sogar, unter Null. Genau. Ja. Können Sie uns mal vom, ich kenne das nur aus Büchers Hochzinsumfeld, können Sie mir bitte mal von den wilden Zeiten früher erzählen? Ja, also die wildesten Zeiten sind, als ich in der Primarschule war, hat man gesagt, wenn man einen Franken vom Sparbüchli hat, dann ist das irgendwie in 50 Jahren 1'000 Franken. Oder noch mehr. Also man wird reich, wenn man ganz geduldig ist und den Franken einwirken auf seinem Sparbüchli, dann wird das immer mehr und am Schluss ist man reich. Das ist so die Philosophie, die ich als Kind mitgekriegt habe. Aber das stimmt natürlich schon lange nicht mehr. Aber ihr habt gesagt, es wäre euch wichtig, dass die Themen in der Schule besprochen würden. Ja, klar. Ja. Wollt ihr euren Lehrerinnen und Lehrern ein Message mitgeben? Ja, die können nicht dafür, dass wir es nicht so gelernt haben. Darum. Nein, das Schulsystem sagt einfach mal etwas unternehmen. Ich würde sagen, sehr wichtig. Sehr wichtig, dass es auch wirklich eben für die Leute, die es auch weit bringen, dass sie auch wirklich von Anfang an schon etwas Bescheid wissen, so die Basics. Sehr wichtig. Ich finde, dass ihr die Grundkenntnisse von jedem, ich meine, Schulen tun eher die Leute als Arbeitnehmer ausbilden, anstatt als Arbeitgeber, und das ist ein grosses Defizit. Schon eher wichtig. Eher. Noch nicht ganz, aber schon. Eher, aber noch nicht ganz. Wie sieht es bei dir aus? Also ich denke, thematisieren sollte man es schon, aber man muss jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit haben oder so. Aber vielleicht mal schon ein bisschen thematisieren, damit man ein bisschen Ahnung hat. Ich glaube, das ist sogar ein Manko in der Schule. Das wird ja gar nicht unterrichtet. Also da wissen ja die Jungen, die aus der Schule kommen oder ins Arbeitsleben gehen und so, die wissen gar nicht, wie man eine Steuererklärung ausfüllt oder was das ist oder so. Ja, das ist sicher nicht verkehrt, aber was soll die Schule nicht alles noch machen? Also, man kann ja nicht einfach alles zusammen, was sich als Fragen heute stellen, der Schule aufhalsen, dass sie das muss erledigen. Ja. Ein wahres Wort, aber ich muss Ihnen auch sagen, als jemand, wo ich studiere jetzt, aber ich habe gerade kürzlich noch die Matur gemacht vor ein paar Jahren, also ich habe gewusst, wie man Gedichte analysiert, ich habe gewusst, was die Relativitätstheorie ist, das ist sicher auch wichtig, aber AHV, BVG, 3A, Steuererklärung, alles Fehlanzeige. Alles Fehlanzeige. Aber der Einzahlungsschein haben Sie gelernt ausfüllen. Das habe ich können. Ja, das ist ja schon das Wichtigste. Aha, okay. Und bist du in der Finanzbranche tätig oder machst du das einfach, weil du es kannst? Weil es kann. Ich meine, jeder kann machen, was er will, weil jeder dazu steht, was er sagt. Super, sensationell. Ich habe sehr viele junge Leute befragt, wie sie sich in 10 Jahren sehen, ob sie vielleicht ein bisschen Vermögensaufbau betreiben wollen, ob sie vielleicht Immobilien kaufen wollen. Was denken Sie, wie haben die Jungen geantwortet? Ich nehme an, sie wollen irgendeine Perspektivänderung in ihrem Leben haben in 10 Jahren. Die meisten haben gesagt, sie wollen reisen. Sie haben sich jetzt nicht, das Thema Vermögensaufbau ist nicht so... Perspektivänderung ist nicht so schwer. Also das Thema Vermögensaufbau ist nicht so prominent gesetzt. Das kann ich mir vorstellen. Wie war denn das in Ihrer Jugend? Hat man sich mit dem befasst oder nicht so? Also ich nicht. Sie nicht? Ich nicht, nein. Ich habe immer das Geld, es war nicht wahnsinnig viel, es war aber auch nie zu wenig, es war immer genug da. Aber Sie sind glücklich bis jetzt? Perfekt, ja, immer noch. Ja. Ich glaube nicht, dass jetzt grundsätzlich die AHV verschwinden würde. Also ich weiss, dass meine Generation mit Pensionskassen oder AHV, wir stehen super da. Und das ist wahrscheinlich in 50 Jahren nicht der Fall. Global gesehen, muss man sagen, ist Ihre Generation die wohlhabendste, die es bislang in der Menschheitsgeschichte gegeben hat? Natürlich, und auch die sorgenfreiste. Ich meine, ich bin ein Jahrgang spät 40, sehr spät und bin in der Hochkonjunktur eigentlich in den Beruf reingekommen. Wir haben uns nie auch nur am Rand über irgendetwas müssen Sorgen machen. Alles hat sich vor mal ergeben. Das ist wirklich so. Und das ist natürlich, heute ist das anders, ganz klar. Ich erzähle das ungern, vor allem wenn Sie, wie alt sind Sie? 22? 23, genau. Dann hören Sie das natürlich nicht gerne. Und ich will auch nicht damit bluffen, es hat sich einfach so ergeben. Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben und runter freuen. Ich habe sehr viele Leute, die schauen, aber irgendwie nicht sehr viele Leute, die abonnieren. Das heisst, das wäre tatsächlich noch ein Anliegen. Und sonst bis zum nächsten Mal. Tschüss!